Hast du schon gehört? Unfassbar! Rapper Patron 61 bekommt vom Finanzamt 4 Millionen Euro zurückgezahlt. 4 Millionen Euro Umsatzsteuer, mehr brauche ich glaube ich gar nicht zu sagen. Er gab mit seiner Firma einen massiven Verlust an und forderte vom Finanzamt fürs Jahr 2023 saftige 4 Millionen Euro Umsatz zurück. Was denkt ihr, wer hier vor euch ist? Ich bin der Betrüger im Deutschrap. Das Finanzamt zerrte den Rapper wegen Urkundenfälschung und Scheinrechnungen vor Gericht. Und jetzt gibt es das Ergebnis dazu. Eine saftige Klatsche fürs Finanzamt. Alle Unterlagen wurden geprüft und deren Echtheit bestätigt. Schöne Grüße an die Staatsanwaltschaft, ne? Das Verfahren wurde eingestellt und das Finanzamt dazu verdonnert, Patron 61 saftige 4 Millionen Euro auszuzahlen. Patrick 17, dann sind die 60 Riesen da. Ob Patron 61 wirklich einen so hohen Verlust mit seiner Firma hatte oder ob vielleicht doch ein paar kleine Tricks im Spiel waren, weiß vermutlich nur er selbst. Schöne Grüße an die Staatsanwaltschaft. Für mehr Rap-News, mach das Plus weg und folg unserem Kanal. Wir halten dich auf dem Laufenden.